Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Lego Racers. So, ich habe jetzt ein paar... Genau, klingt direkt wieder gut an. Also, ich habe jetzt ein paar Tage lang nicht mehr gespielt. Und wie ich auch geschrieben habe in dem letzten Bulletin, dass wir hier zu Hause bei mir ein neues Internet bekommen haben. Darum entschuldigt, dass gestern kein neuer Part hochgekommen ist, aber jetzt geht sie auch direkt schon wieder weiter. Und beim letzten Mal haben wir endlich Gypsy Moth besiegt. Die blöde Insektenkönigin. Ich bin ziemlich froh, dass ich die jetzt weg habe. Allerdings wird jetzt noch das Schwerste kommen. Und den Fahrer probieren wir einfach mal das neue Fahrzeug aus, das ich am Ende vom letzten Part gemacht habe. Es sieht ein bisschen aus wie eine Kopie von Gypsy Moth Wagen, aber naja. Nee, egal. Ab geht's. Los! Ja, wir haben's alles geschafft. Ausnahmslos. Herzlichen Glückwunsch, du hast bewiesen, dass du ein echter Lego Racer bist. Aber das Rennen ist noch nicht vorbei, da wartet noch jemand auf dich. Ich muss das irgendwie schnell vorlesen, weil der Text geht zu schnell weg. Epischer Moment mit epischer Musik. Da 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 da. Ja, wer könnte das sein? Rocket Racer. Endlich ein würdiger Gegner, aber wenn du der Beste sein willst, musst du auf meiner eigenen Strecke gegen mich gewinnen. Bist du bereit? Ich werde auf dich warten, Blinzel! Azil, arrogantes Arsch! Ich hab die Steuerung vergessen. Egal. Ey! Interessant, das wusste ich jetzt allerdings auch nicht mehr, dass das auch geht. Eins. Ja, genau. Ich brauche die Teile. Eieieiei. Jetzt kann ich warpen. Oder doch nicht. Ah, die sind schon wieder so weit vorn. Aha! Blödes Arsch. Ah, jetzt kommt ihr erstmal. Ach, geht doch. Na komm, den kriegen wir. Das ist jetzt auch nur noch ein Rennen. Ach, scheiße. Da 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 da. Ja, super. Und weiter. Weiter, weiter, weiter. Ich rede gerade zu wenig. Hilfe! Aber ich bin vor ihnen weggeworbt. Das ist gut. Das werden wir schaffen. Ich bin da ganz optimistisch. Da 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 da. Wenig erzählt. Weil ich hatte die ganze Zeit Angst, dass der mich irgendwie doch noch kriegt, aber ist ja ganz gut gelaufen. Da, 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 da. So, das war jetzt der kürzeste Grand Prix. Und damit haben wir jetzt alles freigeschaltet. Ballons, in allen Farben. Rot, grün, blau. Herzlichen Glückwunsch, ich wusste, dass du es schaffst. Diesen Preis hast du dir verdient. Ja, möchte ich mir auch meinen. Tada! Du hast den Rocket Racer Autobausatz gewonnen. Super stoisch, super objektiv. Super T-Time. Blitz. Du bist der größte Lego was Rocket Racer Champion aller Zeiten. Ach so, jetzt bin ich Rocket Racer. Cool. Ich brauche Licht. Okay.
über mein Missgeschick reden wir jetzt mal nicht. Verdammt. Leute, ein kleiner Tipp an euch. Versucht niemals in der Dunkelheit euch Tee einzuschütten. Das ist der größte Blödsinn, den ihr machen könnt. Weil ihr seht einfach nicht, wie hoch ihr schon eingegossen habt. Ah, shit. Ich habe mich jetzt erstmal gerade schön bekleckert. Weil ich einfach gedacht habe, nee, du hast Kopfhörer auf, du hörst ja gar nichts mehr. Also muss einfach kippen, kippen, kippen. Und plötzlich wurde es nass. So eine Scheiße. Ah. Aber die Abspannmusik ist lustig. So, jetzt ist hier ein bisschen Striptease-Time, weil... Naja. Jetzt rutsche ich hier schon aus. Da, 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 da. Ah ja, Striptease-Time. Warum? Ganz einfach. Wie gesagt, ich habe mich selbst bekleckert. Und jetzt ziehe ich erstmal die nassen Sachen aus. Meine tolle Monsterjacke habe ich mir gerade schon ausgezogen. Da ist auf dem linken Ärmel auch was draufgekommen. Und jetzt ist auch die Hose dran. Da, 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 da. Hat auch was. Eine Hose nicht deshalb in den Müll zu schmeißen oder so, weil man sie zu oft getragen hat, sondern deshalb, weil man sich selbst damit bekleckert hat. Ich glaube, das hat noch nie ein LPR getan. Klasse. Striptease am laufenden Band gerade. Vor allem während der Aufnahme. Oh, und das waren auch schon die Credits. Wunderherrlich, wunderbärtig. Dann wollen wir uns jetzt auch direkt mal einen neuen bauen. Ach, mir fällt nichts ein. Machen wir tot? Genau. Bläh. Ach man, und jetzt ist der Boden auch nass. Verdammt. Genau. Ich habe jetzt gerade total den Namen von dem Spiel vergessen, aber es gibt so ein Spiel, da gibt's auch solche Totenkopf-Charaktere. Ich komme nicht auf den Namen, keine Ahnung. Aber das hat auf jeden Fall eine hohe Qualität an Humor. Ist nur die Frage, wie ziehen wir den Kerl jetzt an? Am besten... Der braucht nur noch eine passende Hose. Ja. Genau. Erstmal Schnappschuss machen. Ich finde das so lustig. Besonders diese übertrieben fröhlichen Sachen. DSA. Das schwarze Auge passt nicht. Dann heißt er einfach nur das schwarze. So, und dann benutzen wir den Satz von Rocket Racer. Und ich habe nasse Füße, verdammt. Ah, was kann man denn machen? Oh, wir können... Toll. Oh ja, Megaturbin. Hat bestimmt noch kein Spieler benutzt. Kann man das auch nach hinten tun? Nein, anscheinend nicht. Das ist leider etwas schade, dass man hier nicht so 100% Spielraum hat. Aber was soll's. Man hat ja auch so genug Sachen mit, die man hier machen kann. Ich sag so. Oder so. So. Dann brauche ich einen Vierer. Weil dann können wir darauf diese komischen Bohrteile drauf tun. Ich mach das besser mit der analogen Steuerung. Diese interaktive ist mit der... Da bin ich ein bisschen zu blöd für. Ich krieg's nicht hin. Ah ja. Das würde passen. Nur dann muss ich da mal etwas draufsetzen. Nehmen wir erstmal das Schwarze. Und dann brauche ich noch das. Passt.
einmal zurück. Muss ich das noch? Muss noch höher. So, ein Mist, aber auch so ein verdammter Mist. Ist ja fast schon wie bei Minecraft hier, muss man alles bauen. Na. Mist. Dann muss ich mir jetzt etwas überlegen. Hoch, hoch, abbauen. Dann tun wir da ein schwarzes hin. Und schauen mal, wo wir das sonst anbringen könnten. Das ist schade, die würde ich gerne noch dabei haben. Kann... Blab, blab, blab. Ich rede gerade zu wenig. Ah, Mann. Ich merke es daran, dass ich ein paar Tage keine LPs gemacht habe. Keine... Weder hochgeladen habe ich ja schon, nur... Ach, Leute. Ach, komm, ich mache das jetzt einfach so. Um die Gegner wegzuschießen damit. Zip. Weil das dauert mir sonst alles zu lange. Kann man hier an der Seite so noch schön etwas befestigen. So. Genau wie hier. Und zur Krönung ein Stückchen Pizza im Lagerraum. Damit wir während der Fahrt auch nicht irgendwie verhungern. Das Schwarze mit dem Stückchen Pizza. So, jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt? Zweikampf können wir nicht machen. Ich weiß gerade nicht warum. Wahrscheinlich, weil wir es auch nicht eingestellt haben in der zweiten Spielersteuerung. Keine Ahnung. Auf jeden Fall müsste ich damit wahrscheinlich, wenn dann überhaupt, meinen Bruder fragen, weil das geht wohl nicht über Netzwerk. Muss man an einem Computer spielen. Aber ansonsten bleibt uns noch das Zeitfahren. Einzelrennen können wir, denke ich mal, vernachlässigen. Weil da wird sich nicht so sonderlich viel mehr tun. Aber das Einzige, was mich so noch interessieren würde, mit dem Zeitfahren. Ich werde es auf jeden Fall machen. Keine Ahnung, ob ihr der dann danach zugucken werdet oder nicht. Ich werde es einfach mal machen. Wenn es euch interessiert, dann guckt ihr dabei zu. Zeitfahren, schaue ich mal, was ich als beste Zeit hinbekomme. Und los geht's. Mit dem Schwarzen, mit dem Stückchen Pizza. Das wird passen. Haben wir schon was zu essen?